Herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein Schrankschloss. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich da schon drüber ein Video gemacht habe. Ich mache dann mal wieder ein neues. Bei dem Schloss ist es so, da ist hier die Feder gebrochen. Und ja, die saß also praktisch hier drin. Mal gucken. Es war ungefähr. So. Jedenfalls, die ist zerbrochen und da muss jetzt eine neue rein. Ich habe jetzt mal hier eine neue gebogen Feder dafür. Und das war ein bisschen schwierig, weil ich das hier absetzen musste. Aber letztendlich habe ich hingekriegt. Und den Dorn hier in der Mitte, das hatte ich weggebohrt gehabt. Mal eben gucken. Das müsste. Warum war der drin? Na, ich denke mal, es müsste gleich funktionieren. Sonst muss ich das da noch mal ein bisschen runternehmen. Ja, das direkt drauf. So, gleich gucken, ob die Schraube da reingeht. Ich habe hier ein Gewinde reingeschnitten, also ein Loch gebohrt. 1,2 mm. Und dann kommt da ein Gewinde rein von 2 mm. Ja. Den müssen nicht ganz rein. Ja, geht. Gut. So, dann legen wir die dann nochmal daneben. Machen wir den Riegel da jetzt drauf. Jetzt muss ich nochmal gucken hier. Das muss da so rein. Falsch rum. Warum macht man immer erst was falsch rum? Also die Frage. So, ich hoffe, das kommt jetzt damit gleich hin. Ja, und das ist wieder zu. Jetzt geht's ja. Ja, jetzt geht das Schloss wieder einwandfrei. Das muss ich hier aufmachen.
Ja, jetzt geht's. Gut, das Schloss geht wieder. Ist wieder einwandfrei. Das kommt in die Schrottkiste. Wenn Sie ein Schrankschloss haben, was nicht mehr geht, können Sie mir gerne herschicken. Ich mache dann da eine Feder. Und dann kann man das Ganze wieder benutzen. Sicherlich könnte man jetzt sagen, der Kunde könnte ja jetzt ein neues Schloss kaufen, wenn er das passende denn kriegt. Ja. Die Schlösser, die bloß jetzt auf dem Markt sind, die haben hier keine diese Einkerbung nicht unbedingt oder es ist schwer, das zu finden. Also es geht jetzt hier nicht unbedingt jeder Schlüssel rein. So, muss man nochmal irgendwie recht fest andrehen. Ja, geht auch. Und dann machen wir da ein bisschen Lack drüber. Mal sehen. Ja, der geht auch noch. Ich nehme da mal so einen Nagellack. Ich hole mal einfach irgendwelchen aus dem Markt einfach. Ja, den mache ich da einfach rüber. Zur Schraubensicherung und dann kann da nichts mehr passieren, dass die sich mal aus Versehen selber löst. Ja, wie gesagt, das war's von meiner Seite aus. Schrankschloss ist wieder fertig, kann wieder eingebaut werden. Der Kunde freut sich vor allen Dingen, weil er das mit dem Schlüssel behalten kann. Und wie gesagt, es ist hier nicht nur einfach gerade runter, sondern der hat eine kleine Kerbe und es geht da nicht unbedingt jeder Schlüssel rein. Ich will mal gucken, ob ich hier irgendwo einen habe. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein einfacher Schlüssel nur. Und der geht hier nicht rein. Also man kann das nicht einfach so mit jedem Schlüssel öffnen. Gut. Einfach mal runterscrollen beim Video. Da ist meine Adresse drin. Ich schreibe manchmal noch einen Text dazu. Und dann kann man mich kontaktieren oder mir eben halt das Schloss zuschicken und ich mache das dementsprechend wieder fertig.